Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Pineview Drive Homeless oder auch Let's Wander ziellos durch die Gegend für eine halbe Stunde. Denn genau das werden wir jetzt wieder tun. Die Sache ist die. Ich will als allererstes diese komische Küche finden. Und die ist das nicht, diese komische Küche. Damit ich als allererstes mal den Trigger habe. Wegen dieser Ekelbrühe da. Unterwegs mal ein bisschen Licht machen. Wir wissen ja, dass wir unbegrenzte Streichhölzer haben, zumindest für dieses Kapitel. Können wir unseren Weg hier so ein bisschen markieren. War denn das? Das war ernsthaft, Leute, wo war denn diese scheiß Küche? Wenn wir schon mal dabei sind. Unbegrenzten Streichhölzer. Scheiße, das habe ich nicht mal wahrgenommen. Das war leicht verstörend eben. Also das hat mich echt etwas überrascht. Überall ausleuchten. Ja, ich weiß, dass ich das gerade so ein bisschen ausnutze hier. Aber ganz ehrlich, dann seht ihr wenigstens mal, was wir hier so machen. So, das Ding gilt es aufzumachen. Oh Gott, ist das eklig hier. Jetzt noch meine nächste Überlegung. Womit könnten wir das Ganze entzünden? Und die offensichtliche Antwort wäre Kohle, Holz, irgendwie sowas in der Art. Nerv. Und da war meine Überlegung, hatten wir nicht irgendwo einen Kamin oder sowas? Ich bin aber noch nicht mehr genau, wo das war. Kamin, war der hier? Ja. Haha. Ich hab's mir ja schon fast gedacht, dass das geht. Wunderbar. So, jetzt natürlich bei dem ganzen Licht wieder zurück.
und das Ziel nicht aus den Augen verlieren, was in diesem Fall ja ist. Da das Ding zu entzünden, aber vorher nochmal Streichhölzer holen. Da haben wir meine alte Taktik. Aufmachen und nicht bewegen. Falls ein Jumpscare hinter der Tür ist, dass ich da einfach gar nicht drauf reagiere. Das war ja hier oben gleich, ne? Ich bin ja hier schon richtig. So. Und jetzt haben wir dann vermutlich auch keine unendlichen I. Ja, okay, das ist leicht irritierend. Jetzt haben wir vermutlich noch keine unendlichen Streichhölzer mehr. Na toll. Wir müssen hier erst noch einen Jumpscare abwarten. Nein, müssen wir nicht. Gut. War hier nicht irgendwo... Ich weiß, wo verschlossene Türen waren. Hier hinten nämlich. Hast mich nicht erwischt. Hast mich nicht erwischt. So, ich mach da noch mal ein bisschen Licht. Und dann gucken wir einfach mal. Die Streichhölzer immer noch unendlich sind. Vielleicht bleiben die ja auch unendlich. Das wäre total cool. Müssen wir unbedingt im nächsten Kapitel dann ausprobieren. Jetzt müssen wir uns hier erstmal umsehen. Da sind Bretter vor der Tür. Ach, das Uhrenzimmer. Hier waren wir offensichtlich schon. Aber ja, ich erinnere mich an das Uhrenzimmer. Nein. Her. Hier können wir noch durch. Um in diesem Raum zumindest nichts weiter zu finden. Ich sollte vielleicht auch nicht so viel rennen. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, was die Häufigkeit der Jumpscares angeht oder was. Alischen Batterien. Ich kann aber mitnehmen. Da liegen auch nochmal Batterien. Da ist noch so eine. Eine von diesen super lauten Figuren. Haben wir. Ansonsten verliere ich gerade schon ein bisschen den Überblick. Ich renne schon wieder, tut mir leid. Das heißt, euch stört es wahrscheinlich nicht weiter. Da ist die Notiz. Jetzt will ich erst mal wissen, die anderen Räume hier noch zu bieten haben. Das andere Badezimmer, natürlich. So, ist unsere nächste Aufgabe... Der verbarrikadierte Raum vielleicht. Zumindest eine Möglichkeit, ne? Erst als auf dem Anwesen ein großes Feuer ausbrach, kam es zu einer großen Untersuchung. So, jetzt geht es wahrscheinlich wieder darin über, dass wir ziellos durch die Zimmer rennen.
Denn ich hab das Gefühl, das ist so ein bisschen der Zyklus, den wir hier haben bei Pineview Drive. Eine Folge kommen wir ganz gut voran. Lösen ein Rätsel. Ich wollte gerade Rätsel ein Lösen sagen. Und dann geht's erstmal wieder eine halbe Stunde nicht weiter. So, was wir jetzt machen. Das haben wir unten in den Keller gar nicht mehr geguckt, ne? Ich muss gerade mal überlegen. Shit. Ja, okay. Aber das musste ich einfach wissen. So, bist du mein neues Rätsel? Und wenn ja, wie kriegen wir das auf? Dann erstmal hier unten gucken. Zu dramatischer Musik und Ermalung. Okay, da könnten wir dann zum Beispiel den nächsten Schlüssel in Angriff nehmen, wenn es soweit ist. Das nächste abgesperrte Areal hier. Wir sind jetzt wieder hier. Hier ist die Küche, ne? Ne, das ist Esszimmer. Okay. Ich denke halt wirklich, das aktuell zu lösende Rätsel sind die verbarrikadierten Türen, ne? Das war also das einzige wirklich Auffällige, was wir gesehen haben. Er geht wie so ein Hampelmann, ne? Großen Nägeln drin, also bräuchten wir eine Zange. Wo war denn diese scheiß Zange? Wir hatten noch in einem Zimmer eine Zange. Das. Verdammt! Das kam unerwartet. Ey! Der war nicht gerechtfertigt. Ach, das ist die Küche. Das war das Esszimmer, das komische. Ah, sind wir wieder hier. Ein Rundlauf quasi. Also ich weiß, das war, und ich meine, das war in irgendeinem von diesen Zimmern hier. Da ist die Zange. Wollen wir wieder zurückfinden, ne? Zu hier lang, glaube ich, ne? Dann hier hoch und da können wir das Ganze entbarrikadieren. Komm in meinen neuen Lieblingsraum. Und müssen hier jetzt wieder einen Jumpscare provozieren.
Das war sowas von klar, dass die uns da nicht wieder rauslassen. Ja, was ist denn der Jumpscare? Ich meine, das Offensichtlichste ist, dass die Dinger hinter uns ihre Positionen ändern. Dass es zum Beispiel immer weniger werden und dann stehen sie plötzlich alle da. Und wir machen... Jetzt sind sie alle weg. Können wir mal diese Figur angucken. Das war so klar, dass die sich bewegt. Da scheinen sie hier alle im Flur, ja? Wenn wir denen jetzt folgen. Der an festen Punkten erscheinen, oder? Noch so ein Ding. Da hinten steht eins. Aber man kann auch so wenig erkennen, ne? Ist hier unten eins aufgetaucht? Ja, okay. Die wollen uns irgendwo... irgendwo hinbuxieren. Bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ja, okay, zum Fernseher. Nicht zum Fernseher. Wir scheinen ja noch auf dem richtigen Weg zu sein. Machen wir mal ein bisschen Licht. Wo führt ihr uns hin? Hier hoch, wa? Da ist der Schlüssel. Und damit wollte ich ja jetzt... Ja, okay, der hat mich gekriegt. Der Energieverlust war definitiv gerechtfertigt. Damit wollte ich hier aufschließen. Und dann kannst du dich mal beruhigen. Guckt euch mal die Truhe an hier. Da ist noch einer. Ich könnte mir vorstellen, die Truhe hat ein Schloss. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie noch Teil von irgendeinem der Rätsel sein wird. Da liegt das nächste Zettelchen, hier im Pflanzenraum. Und damit sind wir auch schon wieder in bekannten Gefilden. Da haben wir in der heutigen Folge 2 Kapitel geschafft, ist doch geil. Deswegen würde ich sagen, ich verabschiede mich schon mal aus der heutigen Folge raus. Das war Pineview Drive Homeless für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen.
Bis dann. Das, was die Ermittler in dem Haus vorfanden, überstieg jegliche Vorstellungskraft. Und bis heute reden die Menschen hier nicht mehr über diese Zeit.